Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Runde Kerbal Space Program. Wir haben das letzte Mal das Weltall-Ding da erreicht, also Reach the Space, und sind jetzt wieder zurück gelandet und müssen uns erstmal darum kümmern, was wir freischalten wollen. We want you to test MK bla bla Parachute, machen wir. Noch einen Sol Fuel Booster können wir machen, gerne. Zephatron Test. We want to test the Zephatron 1 landed on Kerbin. Können wir machen, warum auch immer. Was wollen wir? We want to test the TT Radio Decoupler landed on Kerbin. Okay. Und wir wollen. We want you to test Rocomax Brand Decoupler in Flight over Kerbin. Boah. Nehmen wir einfach mal alles an. Gehen wieder in dieses schöne Vehicle Assembly Building. Einmann Cockpit. Halt. Wir sind schon. Hier haben wir ja schon eine Rakete. Die bauen wir erstmal auseinander. Was sollen wir jetzt testen? Den Zephatron auf dem Boden. Ja, das können wir machen. Das ist kein Problem. Ich werde nachher eh diese Stützen wieder verwenden. Also ist das okay. Können wir den Zephatron dahin hauen. So, wir sollen jetzt den hier testen. Au. Oh. Ist der große. Heißt ja auch Rocomax deswegen. Hm. Wo ist denn das hier? Kann man das nicht größer ziehen oder so? Ist ja total nervig. Rocomax Fuel Booster. Moment, was? Wir haben noch einen Rocomax Fuel Booster bekommen. Rocomax Fuel Booster, okay. Den haben wir zwar schon getestet, aber achso, nee, wir haben nicht in der richtigen Höhe getestet. Ja, dann würde ich sagen, davon zwei. Und gucken, dass wir sie in der richtigen Höhe testen können. Vielleicht. Und dann machen wir noch Mystery Goose dran. Zwei Stück. Lassen das Hatch aber schön frei. Und kümmern uns um eine Staging-Sache, mit der wir in den Orbit kommen könnten. Das wäre ja super hammergeil, wenn wir jetzt in den Orbit kämen. Ach so. Ich habe die so platziert? Nee, hä? Hä? Spiel, was willst du mir damit jetzt genau sagen? Dass du mich hast oder so? Ist das das? Hä? Oh. Ich kann das nicht platzieren, weil hier hinten ein Decoupler ist, der aber da gar nicht sein sollte. Warum bist denn du da? What the fuck? Okay, jetzt passt. Das ist komisch. Wieso war der da? Hat er dann Daseinsberechtigung gehabt? Irgendwie habe ich was verpasst. So, schön viel Fuel Booster. Wir müssen gucken, welche Engine das jetzt ist. Wir brauchen die mit weniger Thruster für Gimbal. Die hier, ich weiß nicht, welche das ist, also nehmen wir die weg und schmeißen die hier ran. Supi. Aus Sicherheitsgründen schmeiße ich hier aber noch zwei Zephatrons in die gegengesetzte Richtung ran. Beziehungsweise kann die auch hier oben ranschmeißen. Weil die lassen wir ja eh dran, die können wir eh nicht absprengen. So, genau. Wie hoch sind wir mit dem Geld? Das sollte passen. Gut. Dann würde ich sagen, launchen wir das ganze Teil mal. Und gucken, ob wir damit in den Orbit kommen. Das sieht zwar wahnsinnig komisch noch aus, aber hey. Struts habe ich auch vergessen. Moment. Wir gehen nochmal zurück. World Flag Vehicle Assembly Building. Wir haben da was vergessen. Und zwar haben wir einmal vergessen zu strutten. Oh Gott, die Struts kosten auch. Oh nein, das wird das Ende der KSP-Tage sein. Struts kosten was? Jetzt muss man sich entscheiden, ob man Geld dafür ausgibt für Struts oder nicht. So. Und wir haben das Staging übrigens auch vergessen. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Wir wollen zuerst diese vier zünden, genau. Dann wollen wir auch diese vier absprengen, genau. Währenddessen wir die zünden, wollen wir auch die hier zünden. Und wir wollen nicht den Fallschirm zünden. Wenn die Fallschirme übrigens auch vergessen. Gut. Dann den hier, wo kommt der hier her? Achso, das ist der kleine Server schon da. Ja, den wollen wir halt schon hier eins drunter zünden. Moment mal. Dann sind diese beiden hier, genau.
Diese beiden hier kommen in eine extra Stage. Das sind die, die wir nutzen werden, falls wir in Orbit gefangen sind. Hallo? Geh mal zurück. Und dich will ich hier haben. Genau. Jetzt sollte das passen. Und wir können... Können wir? Können. Wir können. Los. Habe ich nur Struts an einer Seite angebracht? Wenn ich jetzt nur Struts an einer Seite angebracht habe, wäre das ziemlich fatal. Da müsste ich nämlich nochmal zurück. Hier sind welche dran und hier sind keine dran. Jawohl! Hey, ich merk's wenigstens. Sonst musst du wieder rum, dass ich's nicht merke. Jetzt merke ich's. Nur halt blöd, weil wir jetzt müssen nochmal alles bauen. So. Haben wir es dann endlich geschafft? Können wir jetzt endlich starten? Das wäre ja jetzt echt wunderbar. Dum, dum. Okay. Wir starten mit diesem kleinen Zippertron. Landed on Ding. Perfekt. Oh, brennen wir aus. Habt ihr eure wissenschaftlichen Daten? Können wir starten? 3, 2, 1 und go! Machen wir das SAS von uns an. Ja, gucken wir erstmal hier drauf. Wegen dem Strom. Und fliegen nach oben. Wie gerade eben auch. Nur diesmal werden wir einen Gravity Turn leicht beginnen. Wir werden ihn jetzt schon ganz leicht einschlagen. Damit wir später nicht so Probleme haben beim Einschlagen von einem Gravity Turn. Aber nur minimal. Weil am Anfang ist es natürlich auch wichtig, schnell nach oben zu kommen. Sehr wichtig, wohl bemerkt. So. Und tschüss. Wir sind die nächsten. Gehen jetzt voll in den Gravity Turn, weil wir langsam auf 10.000 Meter Höhe kommen. Perfekt. Cutten unsere eigene Engine mal kurz aus. Super. Gucken mal, wie wir da stehen. Machen den Nachbar aber wieder an. Kriegen wir den Orbit hin? Ich glaube fast nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir geben wieder mit unserer kleinen Engine Gas, gucken auf unseren Liquid Fuel. Oh, aber das gibt gut Speed. Das gibt richtig gut Speed. Oh, die lassen wir doch wieder raus, weil die brauchen wir gerade nicht. Wir wollen ja nichts verschwenden. Oh, 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 das sieht dafür richtig gut aus gerade. Oha. Da sind die Engines aus, aber wir haben ja noch welche. Wir haben ja noch welche. Wir haben noch eine, um genau zu sein. Mal gucken, ob die uns reicht für den Orbit. Wenn nicht, reicht sie uns zumindest für Science. Weil wir sind jetzt draußen. Schön, wie dann sofort die Musik einsetzt. Keep the data. Dich lasse ich noch ein bisschen fliegen. Gucken mal auf die Map, wie weit wir entfernt sind. Wir können aber schon mal richtig warpen. Oh, ich glaube, das ist das erste Mal oder das zweite Mal, dass wir in dieser Serie richtig warpen können. Geben Gas. Ob wir es hinkriegen. Ich glaube nicht, es wird knapp, aber wir schaffen es, glaube ich, nicht ganz. Vor allem nicht, wenn ich überkippe. Was jetzt nicht so toll ist. Schade. Wirklich schade. Damit haben wir das nicht geschafft, leider. Aber wir können Mystery Goose wieder nutzen, um... Keep. Und wir können hier, um noch mehr Science zu bekommen. Das ist ja auch aktuell wichtig. Oh. Können wir nicht hier, okay. EVA dich mal out. Mach mal, nicht take that. Aha. EVA report. Keep. Und board. So. Können wir jetzt einen Crew report machen oder ist es immer noch das gleiche? Ist immer noch das gleiche. Schade. Gut, haben wir noch irgendwelche Aufträge hier oben zu erfüllen? Den Test hatten wir, glaube ich, auch jetzt eigentlich ein wenig mal geschafft, oder? Irgendwie nicht. Ach, die kann man eigentlich ausklappen, ist ja cool. Send es hier auf jeden Fall. So, was war das hier? Suborbital Trajectory. Okay, wir brauchen... eigentlich müssten wir das geschafft haben, oder? Ich muss wieder mehr drauf achten. Aber wir haben fast den Orbit hinbekommen. Und das ist ja schon mal sehr gut, weil den Orbit fast hinzubekommen bedeutet, dass wir ihn das nächste Mal vielleicht wirklich komplett hinbekommen.
Wir können keine machen. Dann gehst du nochmal kurz raus. EVA. Mal ein EVA Report. Mal gucken, ob der. Ah. Ja, egal. Sind ja die gleichen. Sind ja die gleichen. Das geht nicht. So, kurz bevor wir runterfallen, machen wir mal einen Crew Report. Nö. Will er nicht, mag er nicht, kann er nicht, was weiß ich. Gut, dann treten wir wieder in die Atmosphäre ein, aber jetzt können wir nicht mehr rausgehen. Könnten hier nochmal einen Crew Report machen. Doch nicht. Dann halt erst, wenn wir gelandet sind. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich sehe nur leider gar nichts, deswegen werde ich... Ups. Hoppla. Natürlich, die, ich meinte, natürlich werden wir die Notfallbooster zu Testzwecken zünden. Und dann die Fallschirme. Ja, wir sehen, das sieht hier ziemlich gut aus. Wir kommen hier in relativ hohe Bereiche. Gut, ich habe Jebediah halt einfach noch kein einziges Mal umgebracht. Das wird sich vielleicht noch im Laufe dieser Karriere ändern, das wissen wir nicht. Und dafür ist Jebediah ja bekannt, dass er dann gerne mal auch ins Gras beißt und auf eine mysteriöse Art und Weise wieder auftaucht. Wie dem auch sei, mein kleines Fazit bisher zu diesem Update ist einfach richtig grandios. Also das Update macht wirklich Spaß. Und, bringt neuen Pep in das Spiel. Auf jeden Fall. Und das ist das, was das Spiel wahrscheinlich auch aktuell braucht. Wieder mal. Wirklich mal was komplett Neues. Weil das ARM-Update war zwar cool mit den Asteroiden, aber das war nichts Neues, wo man gesagt hat, boah, das muss ich jetzt richtig viel und richtig krass machen und boah und was weiß ich und wie und wo auch immer. Das ARM-Update war zwar nett an sich mit den Asteroiden und den neuen Parts. Das war cool. Das war auch so richtig schön und war richtig groß und das hat mich gefreut. Aber im Vergleich zu diesem Update ist es einfach gar nichts. Weil dieses Update bringt richtig Story-Content, sondern richtig Spiele-Content halt rein, wo man sagt, ja, hiermit kann ich jetzt dieses Spiel wieder anders genießen, mehr genießen. Und das ist cool. Das ist einfach nur cool. Wenn man ein Spiel nach einem Patch wieder spielen kann, weil es komplett neue Arten zu spielen gibt, oder beziehungsweise das Spiel einfach viel spielenswerter als früher geworden ist, obwohl schon früher ziemlich gut war, dann ist das der richtige Weg auf jeden Fall. Das SAS können wir ausmachen, das brauchen wir eh nicht. Hat unser Jeb auch noch bis zum Bodenstrom. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Bin mal gespannt, ob sie und wann sie irgendwann Live-Support und so einführen. Also falls sie es machen, wann. Ich denke fast, dass sie es irgendwann machen werden. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Warum habe ich keine Fallschirme hier an der Seite rangeklatscht? Bin ich dumm? Ja, ich bin dumm. Gut, Jeb, das könnte jetzt ungemütlich werden. Oh, fuck. Oh fuck, wir haben nur einen kleinen Fallschirm. Und sind verdammt schnell. Wir sind über 100 Meter die Sekunde und haben gleich die 500 Höhenmeter erreicht. What? Are you kidding me? Das hat der Fallschirm ausgehalten? Okay, aber wir sind trotzdem zu schnell zum Landen. Das ist nicht so gut. Wir sollten eigentlich 10 Meter die Sekunde haben, maximal. Wir sind bei 15,8, das ist viel zu hoch. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwas verlieren. Hoffentlich nicht zu viel. Hoffentlich nicht die Mystery Goose. Das wäre ziemlich fatal. Ja, die sind gerade unsere. Wow. Oder wir verlieren einfach alles. Merkt ihr jetzt, warum es besser ist, auf Land zu landen? Die Booster hätten mich so hart abgebremst, dass das andere Zeug nicht kaputt gegangen wäre. Das könnt ihr mir jetzt so lange diskutieren mit mir, wie ihr wollt. Es ist so. So, next, dann whatever, wir haben, wie viel seien es? 45, wir können eines von diesen Sachen freischalten. Und da bin ich schwer dafür, dass wir das hier halt, das hier freischalten, damit ihr auch schön motzen könnt, weil ich dann wirklich die Reaction Wheels vergesse. Und weil wir dann Probes haben. Und wir können anfangen, Cockpits zu bauen, das heißt, wir können auch mal andere Biome untersuchen. Das ist schön, das ist gut, das nehmen wir mit, super. Das heißt, das nächste Mal werden wir dann gucken, dass wir das hier freischalten und noch das hier. Wobei das hier, wie gesagt, meiner Meinung nach mit erstmal unwichtig ist. Das wird natürlich später wichtig, weil da kommen später dann die großen Rocket Parts und die ganz großen Rocket Parts, die dann einfach nur noch cheaty sind. Gut, aber bis dahin ist es noch ein langer, langer Weg. Mal gucken, wie weit wir in diesem Let's Play kommen, wohin wir kommen und wann wir dahin kommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Light. Over and out.